Mitten in der historischen Speicherstadt vom Hamburger Hafen steht sie, die grösste Modelleisenbahnanlage der Welt. Es wird langsam Tag über dem Hauptbahnhof von Knuffingen, einer verträumten Kleinstadt mit ihren 6'000 Einwohnern irgendwo in Deutschland. Eine besondere Stadt, denn sie ist nicht real, sie existiert nur im Maßstab 1 zu 87, in der sogenannten Baugröße H0. Und trotzdem ist so einiges ganz ähnlich wie im richtigen Leben. Mit viel Liebe zum Detail ist seit dem Sommer 2000 eine einzigartige Modelleisenbahnanlage entstanden. Jedes Jahr besuchen über 800'000 Personen die grosse, kleine Modellbahnwelt. Ein durchschlagender Erfolg, der auch der Initiant der Grossanlage, der Freddy Braun, überrascht hat. Also hätte man mir mal gesagt, dass ich insgesamt mal 700 Züge auf der Anlage fahren lassen kann mit fast 10'000 Waggons und das ist 900 Quadratmeter groß, hätte ich gedacht, das geht gar nicht, das ist nicht zu bauen. Aber damals hätte ich auch nicht gewusst, dass es 380'000 Arbeitsstunden dauert, sowas hinzustellen. Wir haben inzwischen also ungefähr 150'000 Einwohner, also so kleine Figürchen, 130'000 Lichter leuchten auf der Anlage. Dafür haben wir 2500 Kilometer Kabel legen müssen, damit das auch einzeln gesteuert wird. Es sind um die 100'000 Bäume auf der Anlage, das alles ist kaum noch zu zählen. Ein zentrales Stellwerk und 30 Computer sind verantwortlich für den reibungslosen Betrieb der Anlage. Es läuft aber nicht immer alles ganz pannenfrei ab. Hier ist es in einem Bahnhof zu einer Entgleisung gekommen. In so einem Fall hilft auch der beste Computer nicht mehr. Ende 2001 haben sich die Hamburger Modellbauer ihrer Heimatstadt angenommen. St. Michaeliskirche, besser bekannt als Michel, dürfte hier natürlich ebenso wenig fehlen wie das Miniaturwunderland selber. Und wer ganz genau anschaut, sieht, dass sogar noch hinter den Fenstern vom Modell ein Zug seine Runden dreht. Also wir sind inzwischen über 120 Mitarbeiter und die haben alle jeden Tag verrückte Ideen, jeder für sich. Und deswegen ist das ganze Leben hier schon dargestellt. Es sind überall so witzig kleine Details und das ist auch der Teil unseres Erfolges. Dass also auch wirklich die Frau, die normalerweise nicht so richtig mit Modelleisenbahn was anfangen kann, irgendwo immer was zum Lachen findet und deswegen gehen alle mit dem Lächeln wieder raus. Die Idee zum Bau der grössten Modelleisenbahnanlage der Welt ist Freddy Braun während seiner Ferien in der Schweiz gekommen, wo er sich oftmals in einem Zürcher Modellbahnladen wiedergefunden hat. Keine 10 Schritte von der Schweiz weg liegt Amerika. Als Highlight strahlt hier mit über 70'000 Lämpchen die Glücksspielmetropole Las Vegas ins Dunkle der Nacht. Unzählige Details, gute 100'000 Arbeitsstunden und eine Bauzeit von über einem Jahr sind allein in diesen Anlagenabschnitt gesteckt worden. Zurück nach Europa. Der neueste Clou von Freddy Braun und seinem Team ist der Skandinavien-Teil, der im Sommer 2005 eröffnet worden ist. Blickfang ist hier die 15 Meter lange Brücke über die Nordsee. Je nördlicher der Zug fährt, desto kälter und verschneiter wird es. Mittlerweile sind wir in Schweden eingetroffen. Nicht nur auf der Schiene herrscht reger Betrieb. Der Betriebsmittelpunkt hier oben ist der Bahnhof von Kiruna, der nördlichsten Stadt von Schweden. Kiruna ist gross geworden durch den Abbau des Eisenerz. Das Erzvorkommen liegt aber genau unter der Stadt und das wird ihr längerfristig zum Verhängnis. Entweder muss in Zukunft der Erzabbau eingestellt werden, oder die ganze Stadt samt Bahnlinie muss um ein paar Kilometer verschoben werden. Also als Modelleisenbahner weiß man ja, fertig ist man nie. Und das ist zum einen bei uns, wir werden immer die alten Abschnitte mit neuen Highlights versehen, aber wir werden auch weiterbauen. Wir fangen jetzt demnächst an, 100 Quadratmeter der Decke hier rauszunehmen und wollen dann den dritten Boden mit dem vierten anbinden. Und zwar bauen wir riesengroße Schweizer Alpen. Und da werden wir ungefähr anderthalb Jahre knapp 300 Quadratmeter bauen und dann bis 2011, wenn alles so weiterläuft, noch weitere drei Abschnitte hinten dran hängen. Und spätestens dann, wenn die Schweizer Alpen zu Hamburg stehen, wird Volldampf wieder zu Gast im Miniaturwunderland sein.